Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Deck nach Vorlage gebaut. Ich habe im Internet geguckt, womit man diesen Typen schaffen kann. Und da habe ich ein Deck gefunden, was nur aus Basiskarten besteht. Womit das eigentlich machbar sein soll. Und da es damit machbar sein soll, spielen wir es einfach. Ein Magier. Wie gesagt, da sind nur Basiskarten drin. Also es hat man muss da keine speziellen Karten für haben. Alles Karten, die von vornherein verfügbar sind, von Anfang an. Nefarian zum Zweiten! Und dieses Deck soll in der Lage sein, ihn zu vernichten. Ihr seid so ins große Finale geschafft. Und deswegen versuche ich das jetzt auch einfach mal. Ich habe nur die Taktik gelesen, dass man auf jeden Fall am Anfang versuchen soll, relativ schnell natürlich die Rüstung abzuziehen. Also wir versuchen relativ minionlos meine ultimative Onyxia zu töten und dann starke Diener auf der Hand zurückzuhalten. Das soll wohl der Plan sein. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Er hat leider keine. Ich könnte die Waffe jetzt zerstören, wenn er Onyxia spielt. Aber möchte ich das? Ich glaube, ich möchte eher so schnell wie möglich Schaden machen auf ihn. Und ruft deswegen den jetzt schon herbei. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich Gott, das fängt ja schon mal scheiße an. Ich werde den Feuerball jetzt nicht für ihn verschwenden. Es tut mir fürchterlich leid, aber ich werde den Feuerball nicht für ihn verschwenden. Ich mache das. Verdammt, ich hätte das spielen sollen. Oder? Geladen das. Und entsichert. Verursacht viel Schaden, alles klar. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es sinnlos gewesen, also war das ganz gut so. Die Schattenflamme ihrer Knochen. Jetzt wird es allerdings schon schwierig. Kann den spielen. Aber dann kann ich keinen mehr von den vernichten, der kann den einfach wegtraden. Und er spielt so ein Scheißding. Er tradet ihn aber nicht weg. Das ist ja ganz praktisch. Das kam im richtigen Moment. Mache ich den zum Schaf. Trade den weg. So, jetzt muss er traden mit den beiden. Ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe. Und ja, das ist verloren. Das ist jetzt schon verloren. Ich habe noch quasi keinen Schaden gemacht und nächste Runde macht dann wie viel Schaden? Oh Mann. Okay, bringt mir beides nichts. Ich gebe. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Komm, bedenkt einfach mal, dass. Dass die richtige Phase nicht mal angefangen hat. Komm, vergiss es. Nächste Runde sind wir tot. Und das Match hat noch nicht mal begonnen. Ja. Diese Runde geht auch. Gut, dass man das mit diesem Deck locker schaffen kann. Also in der Beschreibung stand, es ist it's very easy to win with this deck. Hm? Danke. Danke für den Tipp. Am Anfang sollen wir ihn einfach straight seine Lebenspunkte runterhauen. Habe ich versucht, hätte sein komplettes Spielfeld voll. Dann soll der nächste kommen. Und wenn der nächste kommt, sollen wir versuchen, das Spielfeld, sein Spielfeld freizuhalten und ihn minionarm zu besiegen. Wie soll man denn das versuchen, sein Spielfeld freizukriegen, wenn es schon vorher voll ist? Es war ja schon voll, bevor es losging. Ihr habt es so gemacht. Ja. Meine ultimative Schöpfung erwartet euch, Sterblicher. Ja, was suchst du für drei? Hm? Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe. Kann ich loswerden? Würde mich aber Zauber und den kosten und ich habe dann nichts mehr auf dem Feld. Deswegen will ich ihn, glaube ich, nicht loswerden. Hau ich deswegen lieber das jetzt. Es stand in der Lösung, man soll am Anfang, solange er eine Rüstung hat, direkt auf sein Gesicht gehen und die Minions ignorieren. Und wenn dann die andere kommt, dann darfst du versuchen, das Bird zu clearen. So stand es da. Das Dingo! Ja!
Deswegen gehe ich auch einfach mal so vor. Wenn es damit nicht klappt, kann ich da auch nichts für. Wir müssen den Sonnenbrunnen lassen. Ich bin auch nicht, dass die bloß anstören. Sie ist Rage trotzdem einfach weg, nächste Runde. Jetzt kommt auch noch so ein Scheiß aufs Feld, weißt du? Und jetzt kommt auch noch sowas. Vielen Dank. Den muss ich loswerden. Vorwärts! So, nächste Runde. Wenn ihr nicht. Ich spiele einfach mal 6-6er einfach so aus dem Nichts. Möchte ich das jetzt schon verschwenden? Er hat davon mindestens noch einen. Ich könnte auch das und das machen. Aber dann stirbt er diese Runde nicht mehr. Das finde ich nicht so gut. Wandle den in Schaf. Ja, hätte ich jetzt einen Mana mehr, könnte ich den vernichten und ins Gesicht gehen. Habe ich aber nicht. Also mache ich einfach nur den weg und gehe dann ins Gesicht. Ich meine, was ist mal geschafft, das Feld möglichst leer zu halten bis hierhin. Erhebe dich, Onyxia! Und er kann diese Dinger nicht widerrufen. Momentan nicht. Meiner feurigen Wut. Ein Schaden ist aber schade. Aber er hat nur noch zwei Karten auf der Hand. Er hat nur noch eine Karte auf der Hand und es ist kein Drache. Sieht also gar nicht mal so scheiße aus gerade. Wir machen also das. Das. Wir machen das. Wie gesagt, ihr sollt das Feld jetzt frei halten, während Onyxia da ist. Nichts anderes versuche ich gerade. Hallo? Du bist dran? Solltest du mir eine Karte ziehen jetzt? Na, also. Zwei Feuerwellen. Vielleicht sollte dir den Kopf einziehen. Er hat wohl nichts. Er hat tatsächlich nichts. Jetzt ziehen wir mal Karten. Wir sollen den Minion los, also möglichst minionlos loswerden, ja? Mache ich so, so, so. Das war's. Dieses Mal gibt es nur einen einzigen Feuerball, denn ich bereite mich auf einen epischen Zug vor. Wenn du meinst, wenn du dich damit auf einen epischen Zug vorbereitest, Minionarm besiegen heißt. So, so machen. Das heißt, ich spare die auf. Wir haben leider keinen Schaden mehr, das ist das Problem. Genau, deshalb ist es ein Problem, dass wir keine Minions mehr haben. Ah, okay. Wir gehen dich an und vernichten dich. Machen wir nämlich so. Dann machen wir so, dann ist die weg. Jetzt kommt er wieder, vernichtet den, hat aber keine, nur noch eine Karte auf der Hand. Ein guter Gastgeber zu sein, aber ihr wollt einfach nicht sterben. Naja, vernichtet ihn jetzt. Spielchen, ich werde euch einfach töten. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das kann er jetzt ja auch wieder machen. Mit Leben erfüllt. Oh nein, ich bin nächste Runde trotzdem tot, oder was? Nee, er hat es nicht auf uns gemacht. Okay, ich muss jetzt eigentlich den Framestack spielen, sonst habe ich ein Problem, ein ganz dickes Problem.
Flamestrike. Und den vernichten. Und dem aufs Gesicht hauen und dem Spiel nochmal aufs Gesicht hauen. Okay, was spielt er jetzt? Für die Pechschwinge. Fuck! Wir haben nur noch 4 Leben! Das, so darf es doch nicht enden jetzt, oder? Es darf so nicht enden. Es darf so nicht enden. Irgendwas, was Schaden macht. Ich musste. Wir sind tot. Das darf nicht sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich kann den loswerden, ich kann den loswerden und ich kann den loswerden, aber den werde ich dann nicht mehr los und der kann mir 4 Schaden machen. Ich kann auch den, den und den loswerden, aber dann kann der mir 9 Schaden machen. Ich habe keinen Spot. Oh. Warum? Ach, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Da zieht er den und das rettet ihm noch den Arsch. Wir hätten jetzt gewinnen können, Mann. Oh. Ich zerschmettern! Ich habe keinen Spaß mehr auf dem Scheiß hier. Ich würde nur einen Lebenspunkt mehr, dann hätten wir das noch. Das ist echt nicht dein Ernst. Es lief so gut. Es lief so verkackt gut. Und dann macht er so eine Scheiße hier wieder. Ihr könnt kotzen, ey. It's very easy to win with this deck, bla. Halt die Fresse, Mann. Boah, das kann echt nicht wahr sein. Das war so knapp. Wir hatten so eine krasse Überlegenheit. Zum Zweiten. Aber wenn der kann jeden Zug 2 Diener spielen, Mann. Jeden Zug. Jeden einzelnen Zug kann er 2 Diener spielen. So viele Karten kann ich gar nicht auf der Hand haben, dass ich dagegen wirken kann. Mann, ey. Meine ultimative Schöpfung erwartet euch, Sterblicher. Seht, wie die Schattenflamme ihre Knochen mit Leben erfüllt. Geladen und entsichert. So. Er wird jetzt wahrscheinlich den hier traden, oder? Ne, wird er nicht. Oder? Doch, wird er. Wird jetzt aber immerhin keiner auf dem Feld. Dann spiele ich jetzt so. Das ist das Licht. Er hat 2 Diener und ich danke. Jetzt hat er 3 Diener und ich danke. Und er hat einen Drachen auf der Hand. Das heißt, er wird in der nächsten Runde auf den 4. Diener spielen. Theoretisch müsste er zumindest erstmal alle loswerden, um den zu vernichten. Es sei denn, er spielt einfach noch 2. Und er spielt noch einen. Alter, der hat noch einen Drachen auf der Hand. Jetzt macht er mir 6 Schaden, in der nächsten Runde macht er mir 12 Schaden und dann habe ich schon die Hälfte meines Lebens verloren. Ich könnte ihm jetzt den Rest seiner Rüstung abziehen, aber das bringt mir nichts. Ich bringe den einen von ihm. Wenn ich den. Und ich vernichte den. Nächste Runde kommen wieder 2 dazu. Ich habe jetzt 3 Karten geopfert, um 3 zu zerstören, damit er jetzt in dieser Runde einfach mal wieder so easy, ohne irgendwas zu machen, meine vernichtet und 2 weitere aufs Feld bringt. Oh Gott. Das ist doch leicht witzlos.
Ich kann pro Runde einen zerstören und er beschwert pro Runde zwei. Alter, ist das ein Scheiß. Er hat sich das ausgedacht, hat er. Meine Fresse. Einfach beide wieder wegtraden und wieder zwei neue rufen. Dann habe ich wieder zwei Diener verloren und er hat... Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Nichts verloren. Im Gegenteil, er kriegt sogar noch die gründlichen Diener dazu. Jetzt wird er ein komplettes Feld voll, obwohl ich es gerade erst letzte Runde komplett geräumt habe. Ich habe noch 12 Leben und ich habe nicht mehr... Ich habe ihm bislang 3 Schaden gemacht. Und der hat verkackte 55. Ach, leck. Diese Runde geht auf. Letzter Versuch, dann gebe ich es auf. Letzter Versuch, dann gebe ich es auf. It's easy to win, hm? Ich erinnere mich noch daran. Danke, liebe Internetseite. Jaina gegen Nefarian zum Zweiten. Der einzige Guide, den ich übrigens gefunden hatte, der ein Deck hatte, was man sich leisten kann und nicht irgendwie 5 Legendäre drin hatte. Da stand hier auch dabei, dass es easy ist halt, ne? Merkt man ja. Ja, geil, hätte ich mir lieber die andere behalten. Meine ultimative Schöpfung erwartet euch. Sterblicher. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Geladen und wir sollen am Anfang auf sein Gesicht gehen. Dann mache ich das. Stand so im Guide. Schattenflamme ihre Knochen mit Leben erfüllt. Also. Das war's. So. Werde Tod und Zerstörung auf euch niederregnen lassen. Das ist schon weiter als eben. Erhebe dich, Schwester. Erhebe dich, Onyxia! Muss der jedes Mal den Text labern? Kann er nicht einfach spielen? Es ist der 12. Versuch, ich weiß langsam, was der sagt, Mann. Werdet Zeuge meiner feurigen Wut. Ein Schaden ist aber erst der Anfang. Okay, er hat keinen Drachen dabei. Aber ich habe gleich kein Leben mehr. Das ist noch unpraktischer. Bräuchte jetzt einen Mana mehr. Dann könnte ich den spielen und einen davon vernichten. Hab ich aber nicht. Das Dingo! Ja! Ja, dann wird er die beiden opfern und dann kann er mich mit sechs weiteren. Mit 8 weiteren ins Gesicht hauen. Okay. Jetzt muss er nur sich opfern. Ja! It's easy! Wir haben noch 5 Leben, nicht so, sind wir tot. Wir können nichts dagegen tun. Wir haben keine Karte, die uns jetzt noch retten kann. Ich kann jetzt den vernichten und den vernichten. Und dann habe ich aber auch nichts mehr. Und ich kann mir trotzdem 2 ins Gesicht geben, das ist das Problem. Nicht so, oder bin ich tot, weil der mir dann 2 Feuerbälle ins Gesicht gibt. Oder ich sterbe einfach jetzt schon. Das ist doch der größte Scheiß, den ich je in meinem ganzen Leben irgendwo gesehen habe. Ganz ehrlich. Es ist unschaffbar. Dieses Duell kann nicht gewonnen werden. Es kann einfach nicht gewonnen werden. Ich habe keine Ahnung, wie es machbar ist, aber es kann nicht gewonnen werden. Pff. Es kann einfach nicht gewonnen werden. Wenn ich's schaffen sollte, ich versuche es privat jetzt weiter und wenn ich schaffen sollte, dann schneide ich einfach nur noch den Final Hit rein und dann war es das. Hier noch 12 Parts im Let's Play zu verbrauchen, wie ich gegen den kämpfe und jedes Mal verliere, das lohnt sich auch nicht, finde ich, deswegen ich hoffe, ihr habt Spaß
schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir gegen Gegner spielen, gegen den man theoretisch die Chance hätte zu gewinnen. Bis dann und auf Wiedersehen. Dunkeleisenzwerge sind Sklaven des Feuerfürsten. Kämpft euch durch ihre Reihen, um ihn zu erreichen.